Weitere Beispiele. Minimumsuche. Und jetzt sehen Sie ganz schön, wofür es gut ist, halt entsprechend mit Arrays arbeiten zu können, also mit Einheiten, die mehrere Elemente, mehrere Variablen zusammenfassen. Und wo es jetzt über den Index eine bestimmte Beziehung zwischen diesen Elementen gibt. Hier ist eine Main-Funktion, hier wird ein Array angelegt, das ist hier immer abgebildet, und es wird aufgerufen eine Funktion Minimum vom Feld. Was passiert? Diese lokale Variable, dieser Parameter wird initialisiert mit dem Wert, der sich im Feld befindet, also referenziert Vektor auch auf das hier erzeugte Array. Jetzt lege ich Folgendes fest. Vektor von 0 ist das erste Minimum. Das heißt, ich nehme an, in diesem Fall, dieses Element ist das kleinste Element. Durchlaufe dann den Wertebereich von 1 bis Vektor.längs minus 1, also 1 bis 4 in diesem Fall, und schaue immer nach. Ist das Element, was dort gespeichert ist, oder der Wert, der in diesem Element gespeichert wird, kleiner als mein bisheriges Minimum? 5 ist nicht kleiner 2, 3 ist nicht kleiner 2, 7 ist nicht kleiner 2, aber 1 ist kleiner 2, also ist das neue Minimum 1. Ja, und damit bin ich hier beim Ende der Vorschleife angelangt und es wird als Ergebnis zurückgeliefert, das kleinste Element dieses Arrays, nämlich die 1.